Heute heißt es aus Scheiße Gold machen. Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen in der Halle des Altmetalls. Ein neuer Teil, ein neuer Samstag und ich bin jetzt schon tierisch unmotiviert und echt angenervt. Heute heißt es aus Scheiße Gold machen. Was ist der Plan? Das Mittwochsvideo, der Tüdelmittwoch, war extrem tüdelig, das weiß ich selbst. Aber das sind so Dinge, die man halt einfach machen muss und die fressen Zeit. Heute geht es wieder am 2010 weiter. Ich habe den mal so rausgekramt. Armaturenbrett habe ich jetzt auch noch nicht wirklich weitergemacht oder machen können, weil der Scheibenrahmen rein muss. Scheibenrahmen steht hier. Den habe ich mal gekauft. Den gab es dazu. Den es dazu gab, der ist natürlich krumm. Der ist kaputt, weil er eine Mauer da oben drauf lag. Das hier ist eigentlich nur noch ein Stück Schrott. Es ist alles krumm, es ist alles eingedrückt, es sind Fehlteile. Aber ich brauche die Gewindestücke. Ne, zum Arretieren am Häuschen. Ah. Und den ich mal gekauft habe, dieses wunderschöne Prachtexemplar, das ist der hier. Ja, wie man sieht, ist er hier abgerissen. Ich mache nochmal hier die Blende drauf. So. Hier ist er abgegammelt. Ne, das heißt, wir müssen ihn hier raustrennen. Und die andere Seite, die noch dran war, das war nämlich diese hier, ist abgerissen. Oh. Ja, so ist es. So ein Stück Schrott bei eBay Kleinanzeigen. 250 Euro mit Versand. Mhm. Ist IO, ist gerade. Eine Seite ist der Bolzen kaputt. Mhm. Andere Seite habe ich auch gerissen. Ja, genau. Das habe ich gerade mal geguckt. Die Gewindestücke hier ist zum Glück keiner drin, ist 16x1,5. Jetzt habe ich gerade mal bei mir in der Kiste geguckt und habe hier einen 16x1,5er Gewindebohrer gefunden. Ich habe aber keinen 16x1,5 Gewindeschneider. Da muss ich mal gucken, ob ich gleich Muttern habe, weil 16x1,5 ist ja auch Hydraulik. Der hier muss ausgebohrt werden. Ne? Der muss ja irgendwie raus. Der ist nämlich vom Gewinde leicht betagt. Und dann müssen hier an diesem alten Schrottding, hier der Haken muss raus, das war mal Spiegel, die müssen hier rausgetrennt werden, die Halter. Und andere Seite dementsprechend auch. Ja, hier müssen sie auch raus. Und dann müssen die hier raus aus dem alten Stück. Hier müssen dann die Gewinde nachgeschnitten werden, der ganze Kram wird dann gestrahlt und dann wird es wieder eingeschweißt. Ja, der Bolzen hier, ist der gerade? So, der ist komplett krumm. Ich muss mal kurz, ist das hier noch im Winkel? Ja, ne? Ja, müssen wir gucken. Sonst wird er hier eine Alubacke eingespannt. Dann kriegt er hier einmal einen Meinungsverstärker ein. So ist der Plan. Och Mann, ey. Warum tut man nicht das an, ey? Warum? Klar, hätte man einen aus dem Zubehör kaufen können. Es sollte eigentlich einer zugesandt werden. Das ist aber irgendwie, weiß ich auch nicht, eingeschlafen, vergessen worden. Kein Bock mehr, keine Ahnung. Und ich habe hier eine Scheibenhöhe, weil es ist ja niedrige Scheibe. 411 hatte irgendwann, glaube ich, hohe Scheibe. Weiß gar nicht, wann sie die Modellreihe umgestellt haben. Ich habe hier eine Scheibenhöhe von 41 cm, also im Rahmen. Hatte damals bei eBay Kleinanzeigen gesucht mit einer Suchaufgabe oder Suchanfrage. Es hat sich niemand gemeldet, außer er hier. Den habe ich dann käuflich erworben. Ja, ich hoffe, ich kriege den auseinander. Den muss man erteilen, um den dann zu trennen und dann kann man die Scheiben rausziehen. Da fangen wir heute mit an. Ja. So ist es, wenn man Altmetall schraubt. Genau. Die Traversen habe ich geschweißt. Ich habe sie noch liegen lassen, um es euch zu zeigen, was hier gerade passiert ist. Das war hier mein Muster. Das sind die fertigen Teile, die habe ich jetzt weggeschweißt. So sieht es aus. Hier. Wignähte, ich hätte sie vorher strahlen können, dann wäre es noch ein bisschen schöner gegangen. Hier auch ringsrum geschweißt, komplett. In auch mit Kehlnaht. Dass die auch ein bisschen halten. Ne? Die werden gestrahlt, werden lackiert. Ich wollte sie erst mit in die Galvanik schicken, in die Chromfabrik. Habe jetzt gesagt, nein, das wird lackiert. Das heißt, die Haken werden lackiert, die Traversen werden lackiert.
Da kommen galvanisch verzinkte Schrauben rein. Die werden, also ich kaufe sie verzinkt und schicke sie dann nochmal weg, dass sie gelb verzinkt werden. Ich glaube, wenn man das alles verzinkt, das sieht nachher aus wie eine Zirkusbude. Und der Farbton 3007 soll sich natürlich über die Hütte nachher mit dem schwarzen Verdeck an der Pritsche weiterziehen. Wir haben an der Pritsche nachher den Unterzug, diesen Winkel. Wir haben die Traversen und wir haben diesen Metallrahmen, wo die Klappen drin eingehaust sind. Das wird alles lackiert. Wenn man das hier gold oder gelb verzinkt, wird es nicht schön aussehen. Diese Haken sind jetzt schwarz. Ich weiß gar nicht, ob das eine Beschichtung ist. Es platzt jedenfalls ab. Die strahle ich auch. Die werden dann nochmal grundiert. Und dann kommt da Farbe drauf. Farbe habe ich gestern bestellt bei Ludwig Lacke. Auch da keine bezahlte Werbung. Möchte ich mal vorweg sagen. Ne, man hört immer wieder, ja, die ganzen Firmen, die bezahlen noch ganz viel Geld. Nein, bezahlen sie nicht. Nein, das ist ein Irrtum. Lackiere ich ganz gerne mit. Habe ich schon vieles mit lackiert. Der Lack läuft ganz gut. Ist preislich sehr attraktiv. Habe ich bestellt 1,5 Liter 3007 für so eine Teile hier, dass man dann nach Farbe raufkriegt. 9005 Tiefschwarz oder Glanzschwarz für die Scheinwerfer müsste ich noch haben. Da muss ich mal gucken, wenn es draußen wieder wärmer wird. Ich denke mal irgendwie so 15 Grad rum, dann werden die ersten Teile grundiert und gelackt. Genau, ich packe die eben weg, mache den Tisch ein bisschen frei und dann kommt der Scheibenrahmen rauf und dann werden wir uns so heute mal ein bisschen mit rumquälen. Hartnäckiges Kerlchen, muss ich sagen. Hier ist ein Bolzen. Hier ist er verschweißt. Hier. Der war frei. Keine Ahnung, für was das Ding ist. Macht da gar keinen Sinn. Hier kommt ja nur der Verschluss ran. Ja, hier ist er eingeschweißt. Vielleicht ist es einfach nur zur Stabilität, dass er ja durchgesteckt ist und verschweißt ist. Weil hier... Da saß sie eigentlich. Hier ist auch Verschweiß. Wird wahrscheinlich nur ein Stabilitätsding sein. Ja, bei dem Brauch oder nicht, sei dahingestellt. Ich werde den anderen da jetzt mal rausprügeln. Ne, hier die Gewindestücke sind heile. Da will ich gleich mal eine Mutter raussuchen in 1615. Ne, ich glaube, das ist nämlich... Ist das 1615? Ja. Ja, genau. Den habe ich jetzt auseinandergeschnitten. Es ist eh nichts Brauchbares dran. Ich war jetzt überlegen, den hier als Muster zu nehmen, um die Breite von den Seitenteilen zu holen. Aber das Ding ist ja auch schon krumm hier. Ne? Da. Von daher nichts mehr zu gebrauchen. Schrott.
Hier war auch nichts mehr Schönes dran. Ja, hier sieht man das. Da ist noch so ein Verstärkungsbolzen drin. Da. Die beiden Kugeln werde ich noch abschneiden. Die werde ich noch abschneiden. Kann man immer mal gebrauchen. Der Rest ist Tonne. Ja. Der Rest ist Tonne. Nun ja. Ja. Also die Bolzen hier. Der hier, den einen habe ich, der hier, den habe ich abgerissen mit dem Meißel. Der hält das ganze Gelumpe hier zusammen. Ne? Hier dieser Spriegel, der ist so durchgesteckt mit dem Bolzen und dann von der anderen Seite verschweißt. Weil der hier nicht verschweißt ist, der ist nur gesteckt und hält von den Bolzen. Also sollte mal irgendjemand von euch einen Scheibenrahmen reparieren und diese Gewindestücke sind kaputt, wird es wahrscheinlich wesentlich einfacher sein, den Kram hier abzuflexen und neue Gewindestümpfe mit Wick anzuschweißen. Das wäre, glaube ich, die einfachste Art. Weil der sitzt ja noch gut drin. Das ist ja der Kegel. Wo haben wir denn hier einen Halter? So, das ist hier die Klemmung. Und da liegt er nachher, glaube ich, gegen. Und die Verschraubung. Hier ist die Verschraubung, die zieht sich hier nachher auf diesen Kegel. So, dadurch hält nachher die Scheibe in Position. Genau, das hier ist Verschleiß. Dann ist hier so ein Pnüppel drin. Da haben wir das auch. Ah. Auch ein Arsch. Ach Mann, ey. Ja, da muss ich mal gucken, geht der, ach, der geht in den Halter rein, hier, der geht in den Halter rein. Boah, ernsthaft, ey. Warum? Warum habe ich euch was getan, ey? Ja. Ja, was tun? Was tun? Die beiden Kegel sind dran, beide Seiten. Wenn ich den hier abschneide, werde ich wahrscheinlich den Bolzen abreißen, der den ganzen Krempel hier drin hält. Kriegst du dann nie wieder zusammen. Bolzen abschneiden. Bisschen ausfräsen, dass wir hier eine Kehle reinkriegen. Hier. Die Bolzen da rausholen. Das heißt, ringsherum alles wegschneiden. Den Bolzen mit einer Faser versehen. Dass wir den hier wieder ein bisschen zentriert kriegen, einschweißen. Ich war schon überlegen, den ganzen Kram neu zu bauen. Das heißt, hier mit dicken Flachmaterial, das habe ich noch liegen, das ist hier ein 40 auf 10. Und das hier ist, ja, da hier ist Material, ein bisschen schmäler. Mal kurz drüber nachdenken. Ja, heute ist ein Tag, da frage ich mich gerade wieder, warum tut man sich sowas überhaupt an? Ja, warum? Also mal ganz ehrlich. Der eine Verschluss ist soweit okay, da geht der Gewindebohrer, geht da auch rein. Kegel abgenutzt. Ja, müsste ich jetzt ausbohren, müsste mir einen neuen Kegel bauen. Ne, hier so ein kleinen Kegel, ja, hier der Verschluss, ne, der ist so, der ist schräg, okay. Der müsste hier raus, den muss ich ausbohren. Ja, wenn ich ihn ausbohre, kann ich ihn aber kaum drehen. Ich glaube, Rostlöser wird ja auch nicht mehr der Erfolg sein, da werde ich da mal was reinhauen. Die Platten, die Kegel sind ja noch gut. Neubauen macht, glaube ich, keinen Sinn. So, mal Licht nochmal Licht hier machen. Wenn ich den raustrenne, werde ich hier drin diesen verschweißten Bolzen verletzen. Macht also auch keinen Sinn. Also werde ich diese Platte hier dran lassen. Den ganzen Krempel hier werde ich auch zusammenlassen. Also die Platte werde ich drin lassen. Der Plan ist jetzt, dieser Bolzen hier, der wird gerade abgeflext. Zack, so, der kommt ab. Da werde ich in der Mitte ein Loch reinbohren. Ne, ich habe ja hier, was ist das, 10 mm.
So. Wir haben hier. Moment. Wir haben hier. Genau, 10 mm. Dann werde ich den ankörnen, werde hier ein Loch einbohren. So der Plan. Und werde mit 6-8 bohren und werde dann M8 da reinschneiden. Mit einem Maschinengewindebohrer, also nicht mit einem Maschinengewindebohrer, sondern mit einem Sacklochgewindebohrer. Man hat ja einen Durchgangsgewindebohrer und man hat Sacklochbohrer. Durchgangsbohrer sehen ungefähr so aus. Ne? Das hier ist ein Durchgangsbohrer. Der hat einen recht langen Anschnitt. Und dann gibt es Sacklochbohrer. Und dann müssen wir mal hier kurz das hier. Das hier zum Beispiel ist ein Sacklochbohrer. Hat vorne eine ganz kleine Spitze, der ist gedrillt, ne, damit der Span weggeht. Und hat, na komm, mach scharf, los. Ja. Hat einen ganz kurzen Anschnitt. Also der geht eigentlich gleich zur Sache. Der hat hier vorne hat er irgendwie eine Windung und dann geht er gleich rein. Damit kommt man sehr gut ins Material. Ne? Man hat ja beim Bohrer hat man vorne seine im Regelfall 118 Grad. Ne? Wer das nicht weiß und den anschleift, kann auch zwei Muttern nehmen. Hat man 120, dann kann man den Bohrer anschleifen. So, da geht man hier mit 6,8 rein. Muss das vorher alles ein bisschen anzeichnen, nicht, dass man durchbohrt, was hier vielleicht auch gar nicht so schlimm wäre. Dann könnte man das hier mit Wick verschweißen. Auf alle Fälle will ich hier ein Gewinde reinschneiden. Ich müsste hier auch irgendwo so auf 8 mm kommen. 8er Gewinde, ein Gewinde oder eine Schraube hält nur einmal D. Ne? So sagt man das. Ob ich jetzt eine 8er Schraube 20 mm reinschraube oder 40 mm oder 8, ist vollkommen egal, weil die Tiefe des Gewindes, die Schraube reißt irgendwann ab. Also das ist nicht das Gewindesproblem, sondern der Schraubenschaft. Von daher wäre das ausreichend. Hier haben wir jetzt mal ein bisschen Rostlöser rauf. Ne? Der soll jetzt so einen Crack-Effekt haben. Und lassen das einfach mal ein bisschen einwirken. Vielleicht habe ich Hoffnung, dass ich den ein bisschen sauber schleifen kann. Mutter aufschweißen, mal richtig Wärme reinbringen, dass der, dass das Gewinde der Bolzen sich ein bisschen zusammenzieht. Vielleicht kriege ich ihn los, vielleicht nicht. Das werde ich jetzt einmal richtig schön vollkippen hier, dass das durchsickern kann. Ja, mal ein bisschen Geduld haben. Dann müssen wir es ein bisschen mit Gewalt machen. Mutter, jetzt alles so ein bisschen hier wie so einen alten Zahn, mal ein bisschen sauber gefräst. Setze ich hier die Mutter rauf, knall es ja mal richtig mit dem Schweißgerät ein rein, bring da Wärme rein, lass das dann ein bisschen abkühlen und dann gehe ich dann mit dem Schlagschrauber rauf. Bin gespannt.
Sehr cool. Teilerfolg. Wie ihr seht, wenn man so eine Schraube mal so richtig aufschweißt, also nicht nur so ein bisschen aufpunktet, sondern mal so richtig Energie reinbringt, dann wird dieser Schaft so warm, das zieht sich natürlich komplett die Wärme in diesen Schaft rein, dann dehnt die sich erstmal aus, dann geht das auch noch nicht. Die muss ein bisschen abkühlen, weil dadurch zieht das Material sich wieder zusammen. Und dann mit dem Schlagschrauber und dann Kapelle. Also entweder geht, geht nicht. So bekommt ihr auch abgerissene, oh Moment, dieses Licht, ne? So, so bekommt ihr auch abgerissene Krümmerschrauben zum Beispiel raus. Der Stefan, der Sibbers, hat ja vor kurzem an seinem Fendt die Stehbolzen gemacht und hat sich da echt dann abgequält. Und da muss man dann halt einfach mal ein bisschen Schweißdecke über den Motor legen und ausbohren muss man sie eh. Ne? Von daher, mehr verkacken kann man es nicht. Stumpf eine Schraube ran, richtig Energie reinbringen, bisschen abkühlen lassen und dann mit dem Schlagschrauber. Muss ein bisschen abkühlen, bleibt das nämlich zu warm und die Schraube ist noch am Glühen und geht dann mit dem Schlagschrauber ran, dreht er sie ab, weil das Gefüge einfach zu weich ist. Ne? So, und wenn ihr so eine abgerissen habt und ihr kommt dann noch ran, also selbst wenn sie bündig abgerissen wäre, hier, wenn sie abgerissen wäre im bündig, Schraube rauf, ein bisschen größer, innen drin vielleicht zur Not, wenn sie verzinkt ist, spritzt es halt ein bisschen, kann man noch einmal durchbohren, einmal ein bisschen ansenken. Und dann wirklich mit dem Brenner gerade rein, richtig reinhalten, dass ihr unten Material aufschmelzt und es in die Mutter bringt. Der Krümmer wird auch so warm. Ne? Also ein Schweißgerät macht da im Regelfall nichts kaputt. Ne? Es freut mich gerade. Das ist so ein aufbauender Moment, ne? Dass man schon mal eins gerettet hat. Ne? Gewinde sieht wirklich gut aus. Ne? Das hat jetzt nicht so viel abgekriegt. Den hier werde ich ausbohren müssen. Da muss ein neuer Keil rein. Das hier werde ich aufschweißen und wieder glatt schleifen, dass diese Macke da rauskommt. Die werden jetzt aber erstmal gleich gestrahlt. Genauso wie diese Teile hier, die werde ich auch mal einmal kurz überpusten, weil noch kann man es hier vernünftig festhalten, denn die Strahlpistole macht richtig Kapelle. Und dann wird der hier abgeschnitten und ein Gewinde reingeschnitten. Ne? Strahlkabine nehme ich euch. Der Wind steht auf dem Tor, dann klappert's. Strahlkabine nehme ich euch jetzt mal nicht mit. Ihr habt es in den letzten Mal gesehen, ihr seht da nicht viel. Es ist dreckig, es staubt, es ist dunkel, es ist laut. Von daher strahlen. Ne? Und ich bin gleich wieder da. Hm. So, ich habe jetzt hier links, rechts ein Loch drin, ne? Mit dem Gewinde. Also so richtig vom Hocker hauen tut es mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht so Standard, den ich mir so gerne vorstelle. Vielleicht mache ich mir die Arbeit, schneide die hier raus, bohre den Bolzen weg, weil hier ist ja auch irgendwie eingeschweißt. Hier. Und mache neue Platten. Den hier ein bisschen schmal schleifen, neue Löcher reinbohren. Die müssen hier eh raus, das heißt alles wegschleifen. Dass ich an diese Gewindebolzen komme, neue Löcher bohren, dann kann ich das vernünftig anreißen, vernünftig durchstecken, vernünftig verschweißen und den dann hier einfügen und aufs gleiche Maß bringen. Das wäre vernünftig. Ich denke, das werde ich auch tun. Das
mit diesen Gewindebolzen, das haut mich jetzt nicht so um. Ich werde mal versuchen, hier diese Schrauben jetzt loszukriegen. Die müssen raus, genauso wie die mittlere Schraube hier. Dann können wir das Profil oben abziehen, um die Scheiben rauszuziehen. Und dieses Flackern in der Kamera, das ist jetzt der LED-Strahler. Ne? Also ich laufe jetzt hier mit der Kamera mit 50 Hertz. Das kriegt er nicht ganz ausgebügelt, deswegen ist ab und zu mal so ein Flackern drin. Mal gucken, ob ich das nochmal irgendwann wegkriege. Doch wenn ich den ausmache, da gewöhnt man sich, wie gesagt, echt schnell dran. Deswegen lasse ich ihn jetzt erstmal an. Genau, so, versuchen die Schrauben hier rauszuballern irgendwie. Ich sehe das schon kommen, dass sie gleich ab ist. Ja, ein bisschen Sprühzeug holen. Na komm, Junge. Eine Schraube, komm. Und raus. Hm? Das war's bald. So, hier, kein Film machen. Abschleifen, Schraube raufbraten.
Ja, das sind hier die magischen kleinen Senkschrauben mit Schlitzkopf. Ich bohre die immer einmal groß vor, dass ich irgendwie eine Fläche reinkriege, wo ich den Bohrer halten kann. Und dann halt einmal klein hinterher, damit wir das Innengewinde nicht beschädigen. Und dann mit dem Senker einmal den Kopf wegnageln und dann geht das. Ich mache die andere Seite eben noch fertig. Und dann dürften wir eigentlich diese Strebe abbauen, um die Scheiben rauszukriegen. Weil Scheiben kommen eh neu. Das ist ja, also da verstehe ich die Frage nicht. Geduld ist mein zweiter Vorname, Leute. Ja. Geduld ist groß geschrieben. Ja, es sind halt 70 Jahre alte Teile, ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist nicht mehr neu. Ach, herrje, es will nicht ab, es will nicht ab. Ich habe die Schrauben jetzt ausgebohrt, beide Seiten. Die Schrauben sind raus. Die Mittelschraube ist ausgebohrt, andere Seite auch. Ne? Das sind hier die Durchgangshülsen für einen Scheibenwischer, die wahrscheinlich auch so ausgeschlagen sind, wie als wenn du mit dem Fahrrad durch den Elbtunnel fährst. Heute bockt mich das überhaupt nicht an. Ne? Also heute ist ein bisschen anstrengend. Da, Geflimmer mal ausmachen. Junge, ey. Echt. Aber meckern und heulen bringt nichts. Es muss weitergehen, es muss vorangehen. Hier ist auch ein ganz leichter Bogen drin. Ne? Hier, wenn man da so lang guckt, seht ihr das? In der Mitte. Ich mache einen ganz leichten Bogen, kommt da hoch. Wenn die Strebe raus ist, dann wird hier ein bisschen was untergepackt. Eine Seite runterspannen mit Schraubzwinge. Hier wird was untergepackt, andere Seite ein bisschen runterzwingen, dass man den einmal überstreckt, dass wir den gerade kriegen. Ist nicht viel, aber ein bisschen Bogen ist drin. Unten ist er gerade, ne? Hier, da ist er gerade. Hier macht er einen leichten Bogen, einen ganz, ganz leichten. Es ist nicht viel. Also wie gesagt, der kippelt hier ganz leicht. Ja, jammer noch vom Niveau, versucht mal rauszukriegen. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Die Basis sonst, denke ich mal, ist ganz gut. Das Material ist ein bisschen vernarbt. Wenn ich hier einmal mit der Fächerscheibe rübergehe, mit so einer Fließscheibe, denke ich mal, werde ich den auch wieder glatt kriegen. Und ich werde es nach und nach hier diese Dichtung rauspröpeln, andere Seite auch. Und dann werde ich da Silikonspray reinjauchen. Werde ihn dann hochkant hinstellen, hier am Pfosten festmachen, dass er steht. Und dann werde ich hier Silikonspray reinschieben. Ich denke mal, die Dichtung, die hält ihn fest. Ich war jetzt hier mit dem Schraubendreher schon drin, habe den schon mal versucht, ein bisschen hochzuhebeln. Wie gesagt, Scheibe splittert unten auch, das ist egal. Ne, hier kann man ihn ein bisschen hebeln. Aber ich krieg den hier nicht raus, hier eine Verbindung. Da klemmt er. Hier ist keine Schraube drin. Ne, man kann ihn auch hier abhebeln. Ne, hier sieht man das ein bisschen. Lässt man abhebeln, also der hält jetzt nur über die Dichtung. Ne. Aber da wird noch einiges an Zeit reingehen. Deswegen werde ich das jetzt nebenbei machen. Ich habe nämlich gerade Nachtschichtwoche. Und da kann man dann irgendwie in den Tagen noch mal so ein bisschen, hier noch mal eine halbe Stunde ein bisschen rumzuppeln, noch mal ein bisschen Silikon reinmachen. Das ist halt so das, was man nebenher macht. Ne? Diese Traversen habe ich auch geschweißt. Das waren auch mit Anpassen, mit allem, weiß nicht, 2,5 Stunden, 3 Stunden war ich dabei. Einen musste ich noch mal abtrennen, weil das nicht passte. Nicht groß dran, ne? Ja. Brauche ich euch aber nicht dreimal zeigen. Ne? Das reicht schon, dass ich manche Sachen dreimal erzähle. Ne? Weil, wie gesagt, jeder Vlog, jeder guckt nicht alles. Deswegen macht man das.
Ja, ich habe gerade bei uns in der WhatsApp-Gruppe, hat einer geschrieben, dass er die hier auch raus hatte und dass sie eigentlich nicht miteinander verschweißt sind. Hier ist aber ein Bolzen drin gewesen. Ne? Hier, der ist abgerissen, hier ist er verschweißt. Da. Ebenso hier. Vielleicht, ich weiß nicht, was das für ein Scheibenrahmen ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht gab es das in den späteren Baujahren, dass die hier noch zusätzlich verschweißt wurden. Wenn ich jetzt hier mit der Flex reingehe und ich kriege diesen Bolzen nicht los, muss ich versuchen, den irgendwie auszubohren. Die Dinger neu zu machen, wäre, glaube ich, vernünftig. Also hier einen Bolzen aufschweißen, wird funktionieren. Ich denke, das kommt da jetzt auf eine Stunde nicht an. Von daher werde ich sie rausflexen. Nicht glaube ich, ich werde sie rausflexen und werde dann die Platten neu bauen. Ja. Die hier. Den hier vernünftig rausschleifen, dass man hier noch ein bisschen Material hat, dass man den reinstecken kann. Werde ich so neu bauen. Und das hier wird einen zweiten Teil geben. Ja. Weil ich glaube, ich werde heute nicht mehr den Erfolg bringen können, zu sagen, komm, wir haben jetzt hier die Scheiben alles raus, wir haben jetzt einen nackten Rahmen liegen. Da muss ich mal gucken, was ich hier nebenbei noch fertig kriege. Ich brauche diesen Scheibenrahmen. Ohne Scheibenrahmen kann ich hier die Seitenteile nicht anpassen, weil ich die Seitenbreite brauche und den Winkel. Der Winkel, auch da habe ich gerade mal so ein bisschen geguckt, das ist hier rechte Seite. Ja, rechte Seite. Wir müssen von hier, gut, bei Nachbauteilen würde ich jetzt auch nicht von ausgehen. Irgendwie 20 cm weg, erstes Loch sind glaube ich 5 cm. Da kommt hier der Scheibenrahmen hin, der sitzt auch gerade zu der Fläche. Ne? Also das hier, ja, geht mit einer Hand nicht, sitzt 90 Grad in dem Winkel. Und dann kommt ihr hier hin. Und dann kommt dieser Scheibenrahmen mit diesen Schrauben, die abgerissen sind, kommt ihr rein und dann wird er hier drüber verriegelt. So, und das hier ist nachher die Schräge, wo er sich anlegt. Deswegen das hier, das muss passen. Ich werde, wenn er nachher fertig ist, den Scheibenrahmen ausrichten. Ich denke mal, ich werde hier die Seitenteile annehmen. Das heißt, das hier, der ist dann nachher bündig mit dem Blech. Und dann werde ich da einfach Stumpflöcher reinbohren. Ja, Mut zur Lücke. Stumpflöcher rein. Der Scheibenrahmen muss an den Seitenteilen sitzen. Da geht da gar kein Weg drum rum. Das muss ja passen. Und die Innenwinkel, das heißt, die hier, da muss ich gucken, ob ich die hier hingedrückt kriege auf das Maß oder hier müssen vielleicht Langlöcher rein oder im schlimmsten Fall abschneiden. Aber es ist genug Fleisch da, da kann man hier zur Not nochmal ein Langloch reinfräsen. Das geht mit diesem Gradschleifer sehr, sehr gut. Wie gesagt, der hängt jetzt an der Wand. Ich habe einen schönen Halter gebaut, ne? Wie alles andere auch. Und habe da so eine Fräser vorne drin. Dann kannst du schön mobil mit schleifen. Es ist eine feine Maschine und auch wenn schon erwähnt, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Kostet auch 90 Euro, ne? Darf man nicht vergessen. Als Solo-Gerät ist das Geld vollkommen wert. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen tüdeln. Ich glaube, ich werde nochmal versuchen, die Platten rauszuschneiden. Wir haben es vorhin gesehen beim alten Rahmen. Deswegen müssen wir es jetzt nicht nochmal angucken, wie ich hier die Platten versucht rauszuprügeln. Dichtung rausziehen haben wir auch gerade ein bisschen geguckt. Der Hakensatz, der wurde mir ja schon mal vor einiger Zeit zukommen lassen. Jetzt habe ich ihn mal gebraucht. Jetzt hat er seinen Einsatzzweck, um hier die Dichtung rauszuziehen. Beidseitig Cutterklinge einmal nach, Silikonspray rein und dann hoffen, dass das Ding bis zur nächsten Woche Samstag frei ist. Genau, so soll's sein, liebe Leute. Und ich möchte mal sagen, manche gucken sich das Video nicht ganz an, ja, die es angucken, das ist kein Rumgeheule, das Meckern und Fluchen, es hält sich in diesen Videos schon wirklich in Grenzen. Wenn man alleine ist, dann läuft das dann doch schon ein bisschen anders ab. Aber wir sind halt hier in der Öffentlichkeit und es gucken ja mehr als drei. Und von daher hält man sich da so ein bisschen zurück. Manche Dinge sind halt einfach nicht schön. Und so eine Dinge, man hat ja den Erfolg, ne? Ob man jetzt hier so mit diesen aufgeschweißten, ne, hier nochmal die Schrauben, ah, jetzt sind sie auch kalt. Das ist ja die große Gewindeschraube, die wir da rausgeorgelt haben. Und das sind die vom Scheibenrahmen. Ist eine 10er Schraube, ne, hier auch einfach angeschweißt, geht super, die andere auch. Wie gesagt, da muss man halt einfach mal ein bisschen kurz Eier haben, anbraten, kurz warten, Schlagschraube raus, geht nicht, wenn nicht geht, ausbohren. Ne, wird man eh tun.
Ja, manches, da dreht man sich im Kreis. Ne? Und man darf nicht vergessen, für so ein Stück bezahlt man 250 Euro und das ist mittlerweile schon sehr günstig. Teilweise werden sie für 400 angeboten. Man kriegt sie neu gekauft für, ich weiß gar nicht, was ein Scheibenrahmen kostet, 1000. Ich habe noch keinen so bewusst begutachtet, wie die von der Qualität sind. Aber so dieses Profil hier, ich habe keine Ahnung, wie sie es damals hergestellt haben. Vor 70 Jahren, ne? Vor 70 Jahren. Ich wüsste gar nicht, wie man das jetzt kanten sollte. Ne? Das wird wahrscheinlich hier in eine Matrize reingepresst. Das war wahrscheinlich ein gerades Blech und haben sie es von oben reingepresst, dass er hier diesen Radius kriegt. Und legt sich dann hier wahrscheinlich an diesen Stempelmodul, was hier vielleicht mal reingefahren ist. Ich habe keine Ahnung. So, das muss man erstmal hinkriegen und das müssen auch die Firmen, die Zubehörteile machen, erstmal hinkriegen, um einen Scheibenrahmen so zu bauen, dass er wie original ist. Wie gesagt, kostet 1000er, der hat 250 gekostet, nur dass hier jetzt irgendwie noch bestimmt 10 Stunden Arbeit reingehen. Reicht nicht. Bin jetzt ja schon ein paar Stunden bei. Vielleicht nochmal das Doppelte, Dreifache, noch mit Strahlen, Schleifen. Aber es ist halt ein Originalteil und ich versuche manche Sachen schon original zu nehmen. Na, das ist so. Verdecke Stänge noch ganz kurz, ich mache kurz eine Trennung rein, sonst knallt die GoPro wieder einen Split rein. Und weiter geht's. Verdecke Stänge habe ich auch ein bisschen weiter gemacht nebenher. Gefällt mir auch noch nicht so 100%. Ich habe mir so ein Flacheisen genommen, ein dickes Flacheisen, habe dann einen Cut reingemacht, genau 6 mm, dass ich das Ding hier reingesteckt kriege und habe es dann rumgezogen. Den ersten kriege ich angekantet. Ich habe hier irgendwo mein Kantungsgerät liegen. Hier, so ein kleiner Winkelbieger. Ne, hier habe ich einen Winkelbieger. Da kriegt man halt Flacheisen so schön rein, muss man hier aufdrehen. So, dann kann man den hier gegenspannen, hat eine schöne Kante und kann hier den ersten Winkel ziehen. Das ist auch alles ganz cool, aber der zweite Winkel, der ist halt weiter weg und den habe ich jetzt gezogen und dementsprechend ist er rund und mega lang und sieht irgendwie, ja, nicht so aus, wie es hier aussehen soll. Diese Kantung hier sollte genauso sein wie die. Und wenn ich den immer nebenhalte, bin ich, ja, eine Materialstärke versetzt und der Bogen ist zu lang. Ne? Hier bin ich ungefähr einen Zentimeter zu lang. Also werde ich den hier nach dem Knick abschneiden. Hier. Und werde das Material hier dann anschweißen. Also ich werde mir das auf den Tisch legen. Die Höhe, die ich brauche, werde mir das dann so hinschimmen. Ne? So, hier die Höhe, die ich brauche. Schieb den dann dran, nehme mein Längmaß, was ich brauche und werde den hier verschweißen. Beide Seiten wird dann verschliffen. Das hier gefällt mir überhaupt nicht. Nee, ist so. Der ist noch länger geworden. Hier konnte ich nämlich mit der Zange anpacken, das kurze Ende. Deswegen ist der noch ein bisschen kürzer geworden. Der hier ist super lang, ist nicht ansatzweise das, was man sich irgendwie vorstellt. Deswegen wird er hier auch abgeschnitten und wird hier wieder angesetzt, dass wir die Höhen kriegen. Genau. So, dann habe ich hier schon mal 12 Löcher drin. Ich habe hier meine gedrehten Hülsen. Die kommen hier durch. Das passt auch noch nicht. Die müssen noch ein bisschen... Ja, so, hier. Ja, passt ganz gut. Ist ein Zehntel Luft. Da sollen dann Permoglide-Boxen zwischen, eine Kunststoffscheibe, irgendwie sowas, dass hier nicht Metall auf Metall reibt. Und dann kann man die übereinander stecken. So, haben wir hier noch einen zweiten, der gerade reinpasst. Manche müssen ein bisschen aufgerieben werden. Nochmal mit 12.1 oder so. So. Das ist jetzt hier bündig. Wenn da so eine Scheibe zwischenkommt, dann passt das. Und dann kommt da eine kleine Federscheibe zwischen. Und dann wird hier so die Schraube angesetzt. Die habe ich auch kürzen müssen, weil ich keine kürzeren hatte. Ja, eine Hand geht gerade nicht. Auf alle Fälle sieht das dann nachher so aus. So, das wird nachher ein Scharnier. Ja, so. Na? Genau. Original, eine Seite wurde immer genietet. Hier sind zum Beispiel die Nietköpfe oder hier unten sieht man das. Ne? So sieht meine Variante dann aus. Also dem Original schon sehr entsprechend. Hier kommt eine Hülse aufgeschweißt. Das ist hier der Bolzen, der in die Hütte kommt. Das heißt hierhin.
Da kommt dieser Bolzen hin. Den haben wir hier liegen. Hier. Nein. Wupp. Hier. Das sind meine Bolzen. Habe ich einen kleinen Knüppel stehen lassen. Kann ich ein bisschen anbohren, positionieren. Kleinen Winkel ran, kann ich anschweißen. Sind das die ersten hier? Muss mal kurz überlegen. Ja, die hier sollen es, glaube ich, sein. Hier kommt dann nachher das hier, diese Hülse, die kommt da ran. Eine Seite ist ein bisschen faserang gedreht, eine Seite ist scharfkantig. Ich versuche das mal mit einer Hand. Ihr seht mal gerade nichts. Ja, auch da muss ich noch ein bisschen aufbohren. Der passt noch nicht. Ich habe das schon sehr knapp gemacht, dass es nicht anfängt zu klappern. Doch, hier passt. Hier ist noch ein Grat dran. Ne? Hier. Also ist schon alles sehr saugend. Und der wird dann hier angeschweißt. So. Und dann haben wir hier unsere Hülse. Genau. So soll es sein. Viel, viel Arbeit. Geht immer weiter. Die einen Tage ein bisschen mehr Gelaber. Die andere Seite mal ein bisschen mehr Geschraube. Die andere Seite mal ein bisschen Fluchen. Die andere ein bisschen Freude. Das gehört alles dazu. In dieser Werkstatt des Altmetalls. Der Kaffee ist jetzt auch kalt, den will ich trotzdem gleich noch wegschlabbeln. Und da werde ich jetzt ein bisschen weitermachen und damit werden wir uns wahrscheinlich nächste Woche Samstag wiedersehen, dass es am Scheibenrahmen weitergeht. Jetzt wird es, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen blechlastiger, dass wir den Kram da zusammenkriegen. In dem Sinne, Leute, habt einen schönen Samstag, lasst es euch gut gehen, habt noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns mit hoher Wahrscheinlichkeit am Mittwoch wieder. Mit irgendwas, mit Ding meiner Wahl, wo ich noch nicht weiß, was genau. Danke fürs Zusehen, Leute. Na? Ciao.